Betrug und Fälschung von Lebensmitteln. Food Fraud. Das ist unser Thema heute. Bleibt dran. Hallo Freunde des guten Geschmacks. Ihr seid bei Kontrolle ist besser. Ich bin der Olli, Lebensmittelkontrolleur, Fleischermeister. Und ich erzähle euch heute etwas über Lebensmittelfälschung. Food Fraud. Und ich gebe euch heute einige Tipps zum Einkaufen, um Betrug zu verhindern. Vielleicht, möglicherweise. Es ist schwer. Und die Stammzuschauer haben es vielleicht gemerkt, ich habe eine spontane Sommerpause eingeführt. Die ist nun vorbei. Da bin ich wieder. Hallo. Food Fraud ist also Betrug oder Fälschung an und mit Lebensmitteln. Man spricht davon, wenn Lebensmittel gewerblich in den Verkehr gebracht werden, die absichtlich gefälscht sind, um damit einen wirtschaftlichen Vorteil zu erreichen. Natürlich. Es gibt viele Bezeichnungen dafür, mein Lieber. Bezeichne es als Leidenschaft, Neid oder Verlangen. Aber das einfachste und treffendste Wort ist Gier. Es handelt sich also um eine vorsätzliche Täuschung. Eine Straftat nach § 12 LFGB und Artikel 14 der Verordnung 178 aus 2002. Leider fehlt bis jetzt eine verbindliche, einheitliche, juristische Definition. Lebensmittelbetrug hat auf jeden Fall eine lange Geschichte. Schon im Mittelalter wurde betrogen. Der Wirt im Wirtshaus panschte den Wein. Bäcker haben Sägemehl im Brot verbacken. Und das deutsche Reinheitsgebot für Bier kommt auch nicht von ungefähr. Beim Reinheitsgebot war die Regulierung wichtig. Zum einen, um Hungersnöte zu vermeiden, dass nicht hochwertige Getreide, die der Bäcker eigentlich brauchte, damit er das Sägemehl nicht runtermischen musste, dass die eben nicht zu Bier verbraut wurden, sondern als wirkliche Nahrungsmittel, als Speisen dann auf den Markt kamen. Und es ging auch darum, dass jeder hat ja sein Bier anders gemacht und da ist vielleicht auch schon mal die ein oder andere giftige Beere mit reingerutscht, der ein oder andere Stechapfel. Und dann konnte so ein Bier im Mittelalter durchaus auch mal gefährlich sein. Mit dem Reinheitsgebot ist sowieso recht witzig. Ich meine, wenn man an ein Weizenbier denkt, schau euch mal das Reinheitsgebot an. Mache ich vielleicht demnächst eine Folge drüber. Und Reinheitsgebot und Weizenbier ist eigentlich auch eine komische Sache. Wo wir doch so stolz auf unser Reinheitsgebot sind. Wir panschen alles, aber nicht das Bier. Da hört's auf. Versteht ihr keinen Spaß. Nicht bei mir. Nein. Und obwohl dieser Betrug mit Lebensmittelfälschung eine lange Geschichte hat. Und er ist eben auch auf allen Ebenen des Handels und der Gastronomie möglich. Vom Erzeuger bis zum Endkonsumenten. Nee, nicht bis zum Endkonsumenten, aber bis zum letzten Verkäufer, Anbieter, Gastronom. Und es geht zum Beispiel um Olivenöl, das keines ist oder nur zum Teil. Es geht um Honig, der ebenfalls keiner ist, wo einfach vielleicht Sirupbeimischungen bei sind, wie in Wertzuckersirup. Milch, Safran, O-Säfte, Kaffee, Fisch, welcher Fisch es wirklich ist, welche Art und Wein. Oh. Very, very good, marvelous, wonderful. Und Gott, Ex, der pulst mir so Schuss out. Das sind nur einige der Lebensmittel, die gefälscht werden können. Im Prinzip kann man fast alles fälschen. Oder so in Verkehr bringen, mit einer geminderten Qualität, was vielleicht nicht jedem direkt auffällt. Was sind so gängige Methoden? Vor allen Dingen falsche Etikettierung. Die ist dann eben auch gerne in Handel oder Gastronomie. Falsche Sortenangaben, falsche Herkunftsangaben bei Obst und Gemüse. So gehört zum Beispiel der Apfel Pink Lady zu einem sehr oft gefälschten Lebensmittel, wo eben Äpfel von einer anderen Sorte, von einer preiswerteren Sorte oder eben nicht so markentechnisch bearbeiteter Sorte dann benutzt werden und als Pink Ladies verkauft werden. Zum Pink Lady Preis natürlich. Der Hackfleischspieß oder der fein zerkleinerte Spieß, der dann plötzlich zum Döner befördert wird. Fisch wird als Wildfang ausgegeben, obwohl er aus der Aquakultur kommt. Und manch einer soll auch schon eine teure Seezunge gegessen haben, die in Wirklichkeit vielleicht ein Pangasius war. Eine andere Herangehensweise zum Fälschen wäre das Strecken. Honig, der mit dem Wertzuckersirup gestreckt wird. Olivenöl, dem werden dann andere Sorten beigegeben. Gepanschter, gezuckerter Wein. Einer der ersten Lebensmittelskandale, an den ich mich erinnern kann. Glykolwein, damals Italien.
irgendwann Anfang der 80er Jahre, 1980er, Riesending gewesen. Und das machen wir heute bestimmt nicht mehr. Keiner. Bestimmt nicht. Fische werden mit Wasser aufgepumpt. Fische und Meeresfrüchte. Gibt es bei YouTube ganz ekelhafte Videos drüber. So wird natürlich das Gewicht erhöht. Und als Fleischer muss ich leider auch zugeben, ja, man kann natürlich auch mit der Wurst viele Sauereien machen. Und das vielleicht ohne Sau. Da gibt es ja den alten Spruch, Fleischer können Wasser schnittfest machen. Ja, mit ein bisschen Salz und Phosphat geht das. Hm? Oder es werden andere Manipulationen vorgenommen. So kann man zum Beispiel den Proteingehalt bei der Milch verfälschen. Dies ging natürlich auch bei Wurstwaren, also Beimengung von Sojaprotein anstatt Milch- oder Fleischproteine. Hinter diesen Betrügereien stecken dann nicht unbedingt immer auch gesundheitliche Risiken. Aber dies ist natürlich möglich, wenn bedenkliche Stoffe eingesetzt werden. Wie zum Beispiel damals Glykolwein, Frostschutzmittel also im Wein oder Sudanrot in Gewürzen. Gefährlich können zum Beispiel auch giftige Beikräuter sein, die bei der Kräuterernte ja eben mitgeerntet werden. Und wenn man da den Mäher etwas tiefer einstellt, bekommt man eben auch noch Unkraut dabei, was jetzt nicht unbedingt giftig sein muss, aber was auf jeden Fall wieder das Gewicht erhöht. So ist Oregano zum Beispiel nicht immer Oregano. Oder nicht zu 100%. Was macht die EU nun gegen Food Fraud? Leere Versprechung! Es wurden in den letzten Jahren viele neue Ziele herausgegeben. Eben, dass die Lebensmittelüberwachungsbehörden nicht nur die Hygiene, den baulichen Zustand und die Lebensmittelsicherheit in den Betrieben beobachten und kontrollieren, sondern eben auch vermehrt den Kampf aufnehmen gegen diese Produktfälschung. Die Behörden sollen insbesondere das Risiko betrügerischer Praktiken überwachen. Dazu eben ganz wichtig, dass die Lebensmittel auf allen Stufen rückverfolgbar sind für die Kontrolleure. Diese Rückverfolgbarkeit muss gegeben sein, das fordert das Verbraucherinformationsgesetz und die Durchführungsverordnung dazu. Die EU hat auch 2021 einen ersten Kontrollplan zur Echtheit von Gewürzen und Kräutern gestartet. Und so wurden in 2021 10.000 Analysen aus 1.900 Proben gefahren. Die Proben kamen aus 21 Staaten. Vor allen Dingen eben Gewürze wie Oregano, Chili, Pfeffer wurden untersucht. Und dann sind wir wieder beim Oregano. 50% der Oregano-Blätter waren in Wirklichkeit Olivenbaumblätter. 50%, das ist schon eine Nummer. Und wer sich jetzt fragt, was machen denn die Behörden? Die müssen doch sowas verhindern. Ja, we care. Wir machen. Wir könnten mehr sein. Und es wird sich nie verhindern lassen, dass ja, Kriminelle eben versuchen, Geld zu verdienen. Bankraub ist auch verboten. Und die Polizei kann auch nicht jeden Bankraub im Vorfeld verhindern. Und es gilt über, wie viel sind wir jetzt? 7 Milliarden Menschen? 8 Milliarden Menschen? Ich weiß gar nicht genau. 2022, wie viel sind wir? Zu versorgen. Jeder möchte was essen. Die einen haben es besser, die anderen vielleicht haben es vielleicht nicht ganz so gut. Aber es ist eine riesige Maschinerie, ein riesiger Wirtschaftsbereich, der hier kontrolliert werden muss. Mit der entsprechenden Macht, muss man vielleicht auch sagen. Aber nochmal, we care. Wir machen, was wir können und wir sind am Ball. Aber es ist ganz klar, der Anreiz, Lebensmittel zu verfälschen, damit zu betrügen, ist sehr groß. Ja, und jetzt gibt es noch ein paar Tipps für euch, damit ihr vielleicht etwas besser geschützt seid vor Lebensmittelbetrug. Erstens Olivenöl. Achtet auf das Erzeugerland, auf das Herkunftsland. Schaut vielleicht, ob ihr ein Testergebnis mit eurem Lieblingsolivenöl findet, wo vielleicht auch chemische Analysen gefahren wurden. Ökotest hat da eine Testreihe gemacht. Wer gutes Olivenöl hat, sollte sich das vielleicht mal anschauen. Zweitens Fisch. Hier ist mein Tipp, entweder kauft ihr beim Fachhändler eures Vertrauens, wo ihr vielleicht sogar zusehen könnt, wie der Fisch auseinandergenommen wird, oder achtet auf die entsprechenden Labels, wie MSC oder Followfish. Dritter Tipp, Honig. Den kauft ihr am besten bei eurem örtlichen Imker. Schaut euch um,
Imkerei ist im Moment voll im Trend und ihr werdet bestimmt auch jemanden in eurer Nähe finden, der ein Hobby-Imker ist. Und vielleicht hat er noch ein bisschen was Honig übrig für euch. Viertens, Orangensäfte. Und zwar in Bio-Qualität. Mit Bio selber wird natürlich auch viel Schindluder getrieben. Aber auch da hat Ökotest eine Testreihe gemacht mit Analysen. Die würde ich euch empfehlen, wenn ihr einen ordentlichen Orangensaft haben wollt. Fünftens, Gewürze am besten wirklich nur in Bio-Qualität kaufen. Das kann je nach teurem Gewürz dann wirklich teuer werden, aber das wird sich wirklich lohnen, auch vom Geschmack. Beim Curry solltet ihr auf die Inhaltsstoffe achten. Das waren meine Tipps, die euch die Möglichkeit geben, Lebensmittelbetrug in diesen Bereichen, bei diesen Lebensmitteln, ja, vielleicht zu verhindern, nicht drauf reinzufallen. Seid nicht allzu sehr enttäuscht, wenn ihr jetzt wisst, dass fast alles und sehr viel gefälscht wird. Wie gesagt, die Lebensmittelüberwachungsbehörden sind dran und wir tun, was wir können. Es wäre schön, wenn wir mehr wären, nochmal, aber so ist es halt. Es ist, wie es ist und wir machen, was wir können. Alles klar. Auf Wiedersehen, meine Herrschaften. Robin und ich müssen wieder unseren unerbittlichen Kampf gegen das Verbrechen aufnehmen. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Seid so gut. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es interessant fandet, lasst doch ein Abo hier. Unterstützt den Kanal. Der Algorithmus muss mal langsam in Fahrt kommen. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche. Übernächste Woche gibt es ein Video, in dem ich euch die meist gefälschten Lebensmittel vorstelle. Vielleicht als kleine Ankündigung noch. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Habt eine gute Woche. Bis dahin. Ciao, der Olli.